Von ihm bleibt, ist vor allem, dass er uns immer wieder an die Vergangenheit erinnert. Ein Mahner, und er war vor allem auch ein sehr politischer Künstler. Er war vor allem ein Einzelgänger. Also das finde ich auch das Stärkste an ihm. Was das Tolle bei ihm war, glaube ich, dass er selbst im hohen Alter die Kraft nicht verloren hat. Ja, auch seine Zeichnungen, es ist kraftvoll, es ist ausdrucksvoll. Ich halte ihn für einen letzten der großen klassischen Bildhauer. In dem Sinn war er eigentlich nicht revolutionär, in der politischen Position ja, aber in der künstlerischen Position nein. Er ist ein klassischer Gestalter in Stein. In dem Sinn, ich glaube, ist es eine Spezies, die es im Moment gar nicht mehr gibt. Alfred Rödlitschka war jedenfalls in Deutschland viel wohlgelittener als in Österreich. In Österreich erinnerte mich ein bisschen an den Thomas Bernhard und bin gespannt, ob derselbe Effekt jetzt auch eintritt, dass also, so wie dieser Mensch tot ist, alle begeistert und sagen, sie waren es oder seien es schon immer gewesen. Nur im Künstlerischen war er stur, wo er sein System und seine Meinung und seine wichtigen Dinge eben durchbringen wollte. Wie heißt er? Alfred Rödlitschka. Rödlitschka. Alfred. Nicht Tetzlaff. Na? Rödlitschka. Herr Rödlitschka oder so. Alfred Rödlitschka. Rödlitschka. Der Name Rödlitschka, ein Zungenbrecher. Aus dem Tschechischen übersetzt heißt das Turteltäubchen. Nomen ist in diesem Fall wohl nicht Omen. Mit Werf und Wut hat sich der streitbare Querkopf seinen Weg durch das Kunstdickicht gehauen. Moden hin oder her, auf den Zeitgeist hustet Alfred Rödlitschka. Ich würde mich gern als Herkules sehen. Und ich war auch, wie ich jung war, ein Herkules. Da habe ich die Leute zerlegt. Und das ist das Schöne an der Sache, dass ich wenigstens noch diese Erinnerung habe, der Zerteilung, der Abstimmung, der Arbeit und wie immer es auch ist. Der Mensch und was der Mensch dem Menschen antun kann. Darum dreht sich alles bei Alfred Rödlitschka. Alle Macht in der Kunst geht vom Fleisch aus, ist der ewige Störenfried überzeugt. Lust und Gier entlarvt er als Motor der Menschheit. Hass und Aggression sind omnipräsent. Egal ob in seinen Malereien, seinen Grafiken und Radierungen oder in seinen Skulpturen, Alfred Rödlitschka zeigt seine unverwechselbare Pranke. Das wird deutlich in der großen Retrospektive zum 80. Geburtstag, die der deutsche Großindustrielle Reinhold Wirth in seiner Kunsthalle in Schwäbisch Hall eingerichtet hat. Wenn man die Werke anschaut, dann ist einfach eine gewaltige Schöpferkraft dabei. Also die Tiefe, der Tiefgang des Werks insgesamt ist schon gewaltig. Und wenn man dann noch die Szenen anschaut, dann springt das natürlich auf den Betrachter über. Mit 220 Werken ist Reinhold Wirth Rödlitschkas größter privater Sammler. Und so findet die opulente Geburtstagsschau nicht in seiner Heimatstadt Wien, sondern in Deutschland statt. Dort ist er schon seit den frühen 70er Jahren präsent und anerkannt, vielleicht sogar mehr als zu Hause.
Der ist in Deutschland zuerst Hochschulprofessor geworden. Es gab in Deutschland die großen Aufträge. Es gibt mehr Denkmäler im öffentlichen Raum in Deutschland als bei uns. Insofern stimmt es, wenn er sich sozusagen in Deutschland mehr anerkannt fühlt als in Österreich. Während Weggefährtin und Freundin Trautl Brandstaller zum 80er ein Buch herausgibt, schläft das offizielle Österreich. Von einer Würdigung in der Albertina ist auch keine Rede, und das, obwohl das Haus mit 1200 grafischen Werken einen wahren Schatz besitzt. Vielleicht ist unser zeitgenössischer Kunstbetrieb zu opportunistisch und zu sehr ausgerichtet auf das, was sozusagen in der Luft liegt und was Zeitgeist heißt, dass Rydlicka diesen Zeitgeist eben nicht vertritt. Umso wichtiger, glaube ich, ist diese Ausstellung, dass sie einer jüngeren Generation überhaupt vorführt, wie komplex diese Figur ist. Somit macht Alfred Rydlicka die klassische österreichische Karriere. Zu Hause ein rabiater Nestbeschmutzer, im Ausland ein österreichischer Held. Ich bin kein Alpenkönig oder so irgendein Halbtier, sondern ja, ehrlich gesagt, in Deutschland, was ja ein mein Nährboden ist, ne, habe ich immer durchblicken lassen, dass ich ein Österreicher bin. Das ist klar. In der Hinsicht bin ich ein österreichischer Patriot, aber ein echter. Denn mir ist Österreich, ich meine Wien, wer macht Wien so schnell nach? Das müssen wir die Leute erst damit zeigen. Ne? Mir fällt nichts ein, mir fällt was auf, ist Rydlickas Credo. Das klingt vielen bedrohlich, besonders in einer Stadt, in der man gerne Unbequemes unter den Teppich kehrt. Kompromisslos und wortmächtig zieht der Kunstberserker über alles her, was seinem durch und durch humanistischen Verständnis zuwiderläuft. Das macht ihn nicht unbedingt zum Liebkind von Politikern und Museumsdirektoren. Ich will nicht in der Albertina stehen, ich will vor der Albertina stehen. Das ist mein Standpunkt. Dieser Stein des Anstoßes wurde 1991 offiziell am Albertinerplatz enthüllt. Das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. 10 Jahre seines Lebens, 16 Zentimeter seiner Körpergröße, die er durch eine Wirbelsäulenkrümmung eingebüßt hat, und zermürbende Debatten hat ihn dieses Werk gekostet. Und der immer noch als Kommunist verschrieene Außenseiter bekommt dafür auch noch den berühmten Platz im Herzen der Hauptstadt. Skandal. Ich werde das Denkmal mit Rädern konstruieren. Nicht? Sie wissen, so riesige Mischleien werden wir da bauen. Nicht? Und da fahren wir so durch die Gegend, da gibt es da solche Sachen. Nicht? Und da stelle ich es einmal dort ab und dann kommt der und sagt, nein, ich will das nicht tun, ich bin von der FPÖ, ich hätte so gerne Marx auf. Die anderen sagen, der Rydlicka, der Stalinist, der soll es zum Russendenkmal stellen. Und lauter dieses Schmäh. Nicht? Ich meine, so wandert das Denkmal natürlich quer durch Wien und ich spanne mit Vieren und vielleicht noch ein paar, weiß ich, ich werde es vielleicht mit dem Kulturstadtrat, also eine Dame, also die wird dann nicht anzahlen, aber Männer, wir werden uns also sehr stark machen und wir fahren mit den Denkmal und werden jeden sagen, bitte wo darf man es denn ausstellen? Politiker, die vorher dafür waren, waren plötzlich dagegen. Und nur der Hartnäckigkeit des Künstlers und seiner Mitstreiter ist es zu verdanken, dass der Bürgermeister schließlich sagen konnte, das Mahnmal soll uns erinnern, aber das Erinnern hat ja nur Sinn, wenn wir vom Erinnern auch zum Weiterdenken kommen. Das Erinnern allein ist zu wenig. Nicht nur aus der jüdischen Gemeinschaft, allen voran Simon Wiesenthal, wurde Kritik laut. Es hagelte Anfeindungen aus allen Richtungen. Er war ja immer der Meinung, dass sein Denkmal alle Opfer des Kriegs zeigt und dass man nicht einzelne Opfergruppen herausheben soll. Das war seine politische Meinung und insofern haben wir die Kritik also aus dieser Richtung nicht so wirklich geschmerzt. Nicht? Was sicher kränkend war, war, dass etliche Künstler ja sich dann auch auf einmal also zu Gegnern des angeblichen sozialistischen Realismus gemacht haben, was ja auch eine ganz blöde Angriffsfläche war. Weil wenn er was wirklich nicht ist, der Alfred Rydlicka, dann ist er kein sozialistischer Realist. Da muss man sich wirklich erstmal die Denkmäler in den ehemaligen kommunistischen Ländern anschauen, um zu sehen, was das für eine blöde Bemerkung ist. Wenn Sie rechnen, dass das ganze Wiener Denkmal gegen Krieg, also Krieg und Faschismus,
bei der Albertina, das hat die Stadt Wien 5 Millionen Schilling gekostet. 5 Millionen Schilling, das sind nach heutigem Geld 350.000 Euro. Dafür kriegen sie am Markt gerade 3 Bronzen. Das heißt, dafür hat er Jahre gearbeitet, fast ein Jahrzehnt. Und das war für ihn wichtig, das zu machen. Und ich meine natürlich, aber er hat mir damals einmal ausgerechnet, dass sein Stundenlohn, was weiß ich, 3 Euro war dabei. Kunst hat für Alfred Rdlička moralische Verantwortung. Für ihn ist sie ein gesellschaftspolitisches Mittel zur Weltrevolution. Und das ist ihm sichtlich schon in die Wiege gelegt. Ich bin ein Proletarier und Kunst ist Arbeit. Aufgewachsen im Arbeiterbezirk Wien-Floridsdorf in einer kommunistischen Subkultur. Der Vater, ein engagierter Gewerkschafter, der nach dem Anschluss wegen Widerstandsbetätigung von den Nazis mehrmals verhaftet wird. Schon als Kind wird Rdlička mit Macht und Ohnmacht konfrontiert, ist geprägt von der linken Ideologie des Vaters. Also ich denke, wenn ich ein Kind habe, mein Vater wird von den Nazis eingesperrt und dann kommen die Russen und es geht mir auf einmal gut, ob ich dann nicht auch vielleicht Kommunist geworden wäre, zumindest eine gewisse Zeit. Das erste Mal, wo sie unmenschlich waren in der Tschechoslowakei, ist er sofort ausgetreten, weil er alles, was mit Macht und Gewalt und mit Obrigkeit zu tun hat, hat er immer abgelehnt. Das geht durch. Aber das hat er dann genauso bei allen anderen abgelehnt. Nur wie Sie ja wissen, eine Jugendliebe verteidigt man bis zum Ende. Während des Krieges macht Rdlička eine Zahntechnikerlehre, bis er seine wahre Berufung erkennt. Er geht an die Akademie, studiert Malerei bei Albert Paris Gütersloh und Bildhauerei bei Fritz Wottruber. Kunst muss Zeuge ihrer Zeit sein, formuliert er schon damals und steht damit in einer langen künstlerischen Tradition. Der Russ, wie ihn seine Studienkollegen Frohner, Eisler und Hutter nennen, polemisiert gegen die angesagte Abstraktion. Mit seiner Kunst will er anklagen, aufklären, aufrütteln, direkt und anschaulich. Trotz dieses Arbeitens gegen den Zeitgeist wird Alfred Rdlička 1964 als offizieller Vertreter Österreichs zur Biennale in Venedig eingeladen. Die Kunst hat mehr, hat auch eine gesellschaftliche Grundlage und hier ist schwer zu sagen, wie eine Auswahl getroffen wird. Ich möchte nicht sagen, dass ich deswegen der Beste bin oder momentan der Aktuellste, aber ich vertrete eine ganz gewisse Richtung des Naturalismus, wie Sie wissen. Abstrakte Kunst ist vielleicht in einem gewissen Sinn aktueller oder auch nicht, obwohl der neue Gegenstand sehr im Kommen ist. Und das bleibt dann also der allgemeinen Öffentlichkeit überlassen, zu beurteilen, ob ich zum richtigen Zeitpunkt gekommen bin oder nicht. Darüber möchte ich mich gar nicht äußern. Alfred Rdlička ist vom ehemaligen Rektor der Akademie, Herbert Böckl, für den Österreich-Pavillon nominiert worden. Dort überrascht der überzeugte Atheist mit einem christlichen Motiv, einer Kreuzigungsgruppe. An der Bibel fesselt Rdlička die menschliche Dimension des Leidens in allen Facetten. Ein Thema, das ihn nicht mehr loslässt. Also ich war besoffen von der Bibel. Sie war unglaublich. Ne? Es war eine ganz tolle Sache, die Bibel. Und jetzt kommt aber der seltsame Widerspruch in all den Dingen, die ich mit Religion zu tun habe. Ich halte natürlich die Religion schon für einen großen Selbstbetrug. Wenn ich ganz ehrlich bin, bei aller Begeisterung, ob das jetzt das Alte oder das Neue Testament ist, ich glaube, dass Religion Selbstbetrug ist, weil die Menschen wollen sich trösten und dass die Betrüger, die also die hohen Funktionäre in der Religion sind, dass die Betrüger damit ein herrliches Geschäft machen. Rdlička bringt die menschliche Figur künstlerisch in Extremzustände des Leids, der Schändungen und des Tötens. Vorlagen dafür findet er in der Bibel und in den Mythologien der Vergangenheit genug. Aber diese Geschichten sind für ihn kein alter Hut. Der Gekreuzigte, ein Sinnbild der politischen Verfolgung, wie sie vor 2000 Jahren geschah und noch heute geschieht. Rdlička entwirft ein Golgatha des 20. Jahrhunderts. Die Konstante ist das menschliche Leid, jenseits von religiösen und politischen Positionen.
Als alter Ego begreift Redlitschka den antiken Satyr Marsyas, der Gott Apoll im Flötenspiel besiegte und diese Kühnheit mit dem Leben bezahlte. Ein Symbol der Ohnmacht. Ich glaube, dass der Marsyas als Pars pro Totum fast funktioniert, wenn man jetzt einmal die Sexualität weglässt in seinem Werk. Aber es ist der Mensch, der eben einen Standpunkt hat und für diesen Standpunkt geschunden und gequält wird. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht. Das Schinden an und für sich ist auf jeden Fall ein Unrecht. Ich denke, dass das die kurz reduzierte Aussage von Redlitschka ist. Ich glaube, dass er einerseits fasziniert war, dass jemand einen Standpunkt hat und dafür geschunden wird. Und hat sich natürlich selber auch jemand mit seiner Arbeit sich geschunden. Er sagt ja selber, er hat sich das Kreuz runiert und die Hände runiert und die Augen runiert und alles, weil er an etwas geglaubt hat, was für ihn wichtig war. Früh legt sich der Meister in seiner künstlerischen Position fest, führt die klassische Tradition fort und wird damit zum Außenseiter und Einzelgänger. Die Steinbildhauerei wird in Zeiten von Konzeptkunst und Entmaterialisierung zum fossilen Genre. Und auch was Zeichnungen und Radierung betrifft, ist Redlitschka Goya und Dix näher als den Zeitgenossen. Den abstrakten Mondrian füllt er kurzerhand mit Fleisch. Seine Kunst wird geschätzt und teuer verkauft. Was zählt, ist eben nicht Mode, sondern Qualität. In Stuttgart, wo er ab Anfang der 70er Jahre Professor an der Kunsthochschule war, stellte er sich einer Diskussion mit dem Avantgarde-Papst Josef Beuys. Diese Kunst ist nicht abstrakt, sondern Sie werden in meinem Werk sehr viel mehr Figuren finden als etwa, sagen wir, sogenannte abstrakte Konstellationen. Mein Standpunkt überhaupt über die abstrakte Kunst ist ja die, dass die abstrakte Kunst uns das Abstrakte an der Kunst ja ganz kaputt gemacht hat. Die abstrakte Kunst ist eine Versimpelung der abstrakten Gehalt der Kunst. Die Kunst hat immer einen geometrischen Wert gehabt. Aber sich im 20. Jahrhundert herzustellen und sagen, das Quadrat ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, ist dumm und simpel. Ich habe mich immer gegen die Vereinfachung der Abstraktion in der Kunst gewarnt. Die bildende Kunst wird auch in unserem System, es wird so oft zitiert, Demokratie und so weiter, hat auch in unserem eine ganz politische Funktion. Auch bei uns wird Kunst als Beweis für diese Gesellschaft, wie schon die Kunst immer missbraucht wurde, wurde die Kunst und die Freiheit der Kunst immer missbraucht als Beweis, dass diese Gesellschaftsordnung, in der wir gerade leben, die beste aller Welten ist. Während Redlitschka an seinem Zyklus Die französische Revolution arbeitet, zerbricht das kommunistische System. Der ewig Linke antwortet auf den Untergang seines Weltbildes mit Zynismus. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist ihm der Boden unter den Füßen weggezogen gewesen. Weil eigentlich hat er, wie viele andere übrigens auch, gedacht, irgendwie kommt es zu einem Moskauer Frühling oder zu einer Reform des Kommunismus oder sowas. Das war dann zu Ende und ich denke, es hat ihn sehr viel mehr getroffen, als er nach außen zugegeben hat. Weil er hat sich dieser alten linken Welt, wenn Sie wollen, auch der Welt der Marxisten, verbunden gefühlt und auch zugehörig. Aber ganz tot ist die linke Idee, wie sie Redlitschka gefällt, noch nicht. Seine prominenten Politfreunde Oskar Lafontaine und Gregor Gysi haben 2007 eine neue Partei gegründet. Der Wiener Künstler ist so etwas wie der geheime Pate dieser deutschen Verbindung, die den alten marxistischen Gedanken ins Heute holen will. Die Treue seinen Genossen gegenüber bringt ihn des Öfteren ins Kreuzfeuer der Kritik. Etwa als er dem jüdischen linken Liedermacher Wolf Biermann via offenem Brief die Nürnberger Rassengesetze an den Hals wünscht. Auslöser: Biermann hatte in den Augen Redlitschkas Gregor Gysi beleidigt. Also bei Volltrottel kann ich noch lachen, bei Nürnberger Rassegesetzen kann ich nicht mehr lachen, denn unter diesen Gesetzen habe ich gelebt, unter diesen Gesetzen sind meine Leute ermordet worden. Das ist keine Kritik, das ist keine Diskussion, das ist auch kein Streit, das ist ein Skandal. Er kann nicht mit Gesetzen leben, die Gregor Gysi beschließt. Die PDS hat 30 Abgeordnete. Die können nicht mal ein Gesetz einbringen, um wieder zur Sache reden, sondern
Welche Gesetze können die mit ihren 30 Abgeordneten beschließen, die den Herrn Biermann stören? Und da habe ich ihm gesagt, dann lebe halt mit den Nürnberger Rassengesetzen, du Trottel. Poltergeist Rittlitschka schlägt überall zu. Der überzeugte Demokrat mischt sich in den österreichischen Parlamentsalltag ein und ärgert sich lauthals etwa über Versäumnisse in der Museumspolitik. Mit bösen Folgen. Flasche und Schnaps gibt's ja wieder und die Geschichte ist erledigt. Das Museumsdilemma wurde dann immer so überspült. Wir müssen mehr Kinder ins Museum bekommen. Es waren die Kinder an der Museumskrise schuld. Es ist seit Jahrzehnten dasselbe. Man sagt sich das vor, was man sich schon 100-mal vorgesagt hat. Es war also öd. Und das Zweite, und das ist vielleicht in meinem Statement, was später vorgelesen vorgekommen, ist das Desinteresse. Die Leute liegen dort herum, als wären sie entweder eingespritzt oder sonst was und denken die ganze Zeit, lesen Illustrierte und so. Natürlich weiß man, das ist der Parlamentsalltag. Trotzdem, bei Kultur ist es besonders demonstrativ, das Desinteresse. Öffentlichkeit ist für ihn wie eine Droge. Und zwar nicht nur für seine Kunst, also er hat ja auch immer plädiert für die Kunst im öffentlichen Raum. Er hat auch seine eigenen Auftritte, verbale und schriftliche Auftritte genossen. Das war ihm jedes Mal wie ein Fest, nicht? Er reitet in die Arena, die Menge schaut zu und schreit entweder Hurra oder nieder mit ihm. Das hat er genossen, nicht? Also irgendwie war er vielleicht auch ein Gladiator. Das war ja im Grunde so eines seiner Lieblingsmotive. Seinen nächsten Angriff reitet er 1986. Im Visier hat er diesmal den höchsten Würdenträger des Landes, Bundespräsident Kurt Waldheim. Der hatte doch glatt vergessen, dass er bei der SA gewesen war. Ich gelobe. Unsere erste Anklage ist, dass Waldheim ein Nazi war. Ich habe meine Pflicht erfüllt, so wie hunderttausende Österreicher auch. Es handelt sich hier um eine groß angelegte Verleumdungskampagne. Sie werden nichts finden. Wir waren anständig. Wir nehmen zur Kenntnis, dass er nicht bei der SA war, sondern nur sein Pferd. Und das stellt Rittlitschka auf den Wiener Stephansplatz. Künstler und Intellektuelle werden gemeinsam mit ihm aktiv und greifen in den Präsidentschaftswahlkampf ein. Ein trojanisches Pferd als Zeichen des Widerstandes. Wir haben dieses Pferd hier errichtet gegen Gedächtnisschwund. Kunst muss politisch sein, sonst ist es keine Kunst, ist sein Glaubensbekenntnis. Er ist ein Agent Provocateur, ganz bewusst, weil er der Ansicht ist und in raffinierter Ausnutzung natürlich auch der Medien, dass er nur so seine Botschaften rüberbringt. Der Mann ist hinter seiner satirhaften Fassade ein Intellektueller. Er ist ein außerordentlich sensibler und sich mit der Kultur auseinandersetzender Kopf. Die Sensibilität des nach außen so harten Burschen hat die holde Weiblichkeit stets zu schätzen gewusst. Und umgekehrt war Rittlitschkas Lust auf das andere Geschlecht ein wesentlicher Motor für seine Kunst. Ich bin mein Leben lang abhängig von Frauen gewesen. Ich bin ein erklärter Pornograf. Denn sonst bringt die Erotik nichts zustande. Ne? Die Vielweiberei hat ja einen Sinn. Na klar, die Mohammedaner sind ja gar nicht deppert. Natürlich ist es eine herrliche Sache, wenn immer eine da ist. Ne? Und da ich selber sehr an Sexualität interessiert bin, ist klar, dass es in meiner Kunst, dass Sexualität eine vorherrschende Rolle ist. Sie alle haben in seinen Werken die Hosen heruntergelassen. Wie viele seiner Kollegen aus der Vergangenheit setzt Rittlitschka ganz auf nacktes Fleisch. Er begreift Sexualität auch in ihrer gesellschaftlichen Dimension. Religion, Macht und Unterdrückung finden auf dem erotischen Schlachtfeld statt. Letztlich triumphiert aber die Sexualität über alle Ideologie. Technische Tipps holt sich Rittlitschka nicht nur in der hehren Kunstgeschichte.
Ich habe mir vor kurzem ein ganz einfaches Pornoheft gekauft, um zu sehen, ob sich eigentlich die, wie soll man sagen, die Fetische geändert haben im Laufe der Jahrzehnte. Aber wenn die Leute dann dahinter sind auf Pornografie, dann kommen sie nicht über die Straße und über die Städteschuhe und über... Sie kommen darüber nicht hinaus. Es muss ein Urbedürfnis, und das interessiert mich ja, ein Urbedürfnis der Menschen sein, die Frauen oder so Sexualobjekt in diese Richtung zu drängen. Und du weißt ja einmal, als ich gesagt habe, was ist mir das Wichtigste an einer Frau, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeine, habe ich gesagt, hohe Haken. Darauf hat mich die Emma zum Pascha des Monats ernannt. Nur Sexualität ist wohl das, was den Menschen am meisten in seiner Fantasie beflügelt. Radlitschka verkörpert auch punkto Liebesleben ein klassisches Künstlerklischee. Sein Harem mit zwei Haupt-, zahlreichen Nebenfrauen und ungezählten Professionellen ist legendär. Treue interpretiert der charismatische Salonwüstling auf seine Weise. Das wird und wurde akzeptiert. Die anderen Beziehungen, die er gehabt hat, habe ich mir gedacht, naja, so wichtig können sie ihm nicht sein, weil sonst hätte er mit mir, ja, hätte er mit mir Schluss machen können. Ich habe nicht geklammert an ihm. Nicht. Seit 31 Jahren ist Angelina Muse und Modell. Mit ihr verbindet Radlitschka Leidenschaften, die er mit den anderen Frauen in der Form nicht ausleben konnte. Massen habe ich gern. Das ist alles, was mir also liegt. Ich meine, und das ist in der Diskothek drin. Diese rhythmische, diese Partnerbeziehung, das habe ich sehr klar. An der großen Liebe seines Lebens, seiner ersten Frau Barbara, schätzte er die intellektuelle Auseinandersetzung. Nach ihrem Tod heiratete Radlitschka 1999 seine langjährige Freundin Angelina. Ich habe Nachtmahl gemacht für den Alfred und ich gehe in die Küche und gebe Nudeln ins Wasser und gehe wieder zurück und der Alfred sagt, bleib stehen, ich zeichne dich. Und ich schaue eigentlich unheimlich streng und fast böse, weil ich mir gedacht habe, muss er jetzt zeichnen, wo draußen die Nudeln kochen, kann er nicht nach dem Essen zeichnen, muss ihn jetzt die Nudeln verkochen, aber er hat so schnell gezeichnet, dass die Nudeln zwar nicht mehr al dente waren, aber durchaus noch zum Essen. Die Strickenthusiastin hat den Künstler noch während ihrer Ausbildung auf der Hochschule für angewandte Kunst kennengelernt. Seitdem ist sie immer in seiner Nähe. Also, Frauenbegleitung ist mein Selbstschutz. Ja. Das sind meine Leibwächter. Im Schutz der Frauen kann sich Radlitschka ganz seiner Meisterschaft widmen. Dem Psycho-Striptease bis auf die Knochen. Akribisch seziert er die Fleischlichkeit des Seins. Stell dir vor, was das Komische an der ganzen Sache ist. Dass die Leute, die mich nicht mochten, auch hier auf der Akademie in Stuttgart oder irgendwann, mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin. Jetzt bin ich ein großer Kaiser und da müssen sich die Leute umschauen. Da kommen sie gegen mich überhaupt nicht auf. Der Name Radlitschka, ein Zungenbrecher. Aus dem Tschechischen übersetzt heißt das Turteltäubchen. Nomen ist in diesem Fall wohl nicht Omen. Mit Werf und Wut hat sich der streitbare Querkopf seinen Weg durch das Kunstdickicht gehauen. Moden hin oder her, auf den Zeitgeist hustet Alfred Radlitschka. Ich würde mich gerne als Herkules sehen. Und ich war auch, wie ich jung war, ein Herkules. Da habe ich die Leute zerlegt. Und das ist das Schöne an der Sache, dass ich wenigstens noch diese Erinnerung habe, der Zerteilung, der Abstimmung, der Arbeit und wie immer es auch ist. Musik
Der Mensch und was der Mensch dem Menschen antun kann. Darum dreht sich alles bei Alfred Radlitschka. Alle Macht in der Kunst geht vom Fleisch aus, ist der ewige Störenfried überzeugt. Lust und Gier entlarvt er als Motor der Menschheit. Hass und Aggression sind omnipräsent. Egal ob in seinen Malereien, seinen Grafiken und Radierungen oder in seinen Skulpturen, Alfred Radlitschka zeigt seine unverwechselbare Pranke. Das wird deutlich in der großen Retrospektive zum 80. Geburtstag, die der deutsche Großindustrielle Reinhold Wirth in seiner Kunsthalle in Schwäbisch Hall eingerichtet hat. Wenn man die Werke anschaut, dann ist einfach eine gewaltige Schöpferkraft dabei. Also die Tiefe, der Tiefgang des Werks insgesamt ist schon gewaltig. Und wenn man dann noch die Szenen anschaut, dann springt das natürlich auf den Betrachter über. Mit 220 Werken ist Reinhold Wirth Radlitschkas größter privater Sammler. Und so findet die opulente Geburtstagsschau nicht in seiner Heimatstadt Wien, sondern in Deutschland statt. Dort ist er schon seit den frühen 70er Jahren präsent und anerkannt, vielleicht sogar mehr als zu Hause. Er ist in Deutschland zuerst Hochschulprofessor geworden. Es gab in Deutschland die großen Aufträge. Es gibt mehr Denkmäler im öffentlichen Raum in Deutschland als bei uns. Insofern stimmt es, wenn er sich sozusagen in Deutschland mehr anerkannt fühlt als in Österreich. Während Weggefährtin und Freundin Trautl Brandstaller zum 80er ein Buch herausgibt, schläft das offizielle Österreich. Von einer Würdigung in der Albertina ist auch keine Rede. Radlitschka eine Zahntechnikerlehre, bis er seine wahre Berufung erkennt. Er geht an die Akademie, studiert Malerei bei Albert Paris Gütersloh und Bildhauerei bei Fritz Wortruber. Kunst muss Zeuge ihrer Zeit sein, formuliert er schon damals und steht damit in einer langen künstlerischen Tradition. Der Russ, wie ihn seine Studienkollegen Frohner, Eisler und Hutter nennen, polemisiert gegen die angesagte Abstraktion. Mit seiner Kunst will er anklagen, aufklären, aufrütteln, direkt und anschaulich. Trotz dieses Arbeitens gegen den Zeitgeist wird Alfred Radlitschka 1964 als offizieller Vertreter Österreichs zur Biennale in Venedig eingeladen. Die Kunst hat mehr, hat auch eine gesellschaftliche Grundlage und hier ist schwer zu sagen, wie eine Auswahl getroffen wird. Ich möchte nicht sagen, dass ich deswegen der Beste bin oder momentan der Aktuellste, aber ich vertrete eine ganz gewichtige Richtung des Naturalismus, wie Sie wissen. Abstrakte Kunst ist vielleicht in einem gewissen Sinn aktueller oder auch nicht, obwohl der neue Gegenstand sehr im Kommen ist. Und das bleibt dann also der allgemeinen Öffentlichkeit überlassen, zu beurteilen, ob ich zum richtigen Zeitpunkt gekommen bin oder nicht. Darüber möchte ich mich gar nicht äußern. Alfred Radlitschka ist vom ehemaligen Rektor der Akademie, Herbert Böckel, für den Österreich-Pavillon nominiert worden. Dort überrascht der überzeugte Atheist mit einem christlichen Motiv, einer Kreuzigungsgruppe. An der Bibel fesselt Radlitschka die menschliche Dimension des Leidens in allen Facetten. Ein Thema, das ihn nicht mehr loslässt. Also ich war besoffen von der Bibel. Sie war unglaublich. Ne? Es war eine ganz tolle Sache, die Bibel. Und jetzt kommt aber der seltsame Widerspruch in all den Dingen, die ich mit Religion zu tun habe. Ich halte natürlich die Religion schon für einen großen Selbstbetrug. Wenn ich ganz ehrlich bin, bei aller Begeisterung, ob das jetzt das Alte oder das Neue Testament ist, ich glaube, dass Religion Selbstbetrug ist, weil die Menschen wollen sich trösten und dass die Betrüger, die also die hohen Funktionäre in der Religion sind, dass die Betrüger damit ein herrliches Geschäft machen. Musik.
Rödlitschka bringt die menschliche Figur künstlerisch in Extremzustände des Leids, der Schändungen und des Tötens. Vorlagen dafür findet er in der Bibel und in den Mythologien der Vergangenheit genug. Aber diese Geschichten sind für ihn, Künstlers und seiner Mitstreiter, ist es zu verdanken, dass der Bürgermeister schließlich sagen konnte: Das Mahnmal soll uns erinnern. Aber das Erinnern hat ja nur Sinn, wenn wir vom Erinnern auch zum Weiterdenken kommen. Das Erinnern allein ist zu wenig. Nicht nur aus der jüdischen Gemeinschaft, allen voran Simon Wiesenthal, wurde Kritik laut. Es hagelte Anfeindungen aus allen Richtungen. Er war ja immer der Meinung, dass sein Denkmal alle Opfer des Kriegs zeigt und dass man nicht einzelne Opfergruppen herausheben soll. Das war seine politische Meinung und insofern haben wir dann die Kritik also aus dieser Richtung nicht so wirklich geschmerzt, nicht? Was sicher kränkend war, war, dass etliche Künstler ja sich dann auch auf einmal also zu Gegnern des angeblichen sozialistischen Realismus gemacht haben, was ja auch eine ganz blöde Angriffsfläche war. Weil wenn er was wirklich nicht ist, der Alfred Rödlitschka, dann ist er kein sozialistischer Realist. Da muss man sich wirklich erstmal die Denkmäler in den ehemaligen kommunistischen Ländern anschauen, um zu sehen, was das für eine blöde Bemerkung ist. Aber wenn Sie rechnen, dass das ganze Wiener Denkmal gegen Krieg, also Krieg und Faschismus, bei der Albertina, das hat die Stadt Wien 5 Millionen Schilling gekostet. 5 Millionen Schilling, das sind nach heutigem Geld 350.000 Euro. Dafür kriegen sie am Markt gerade 3 Bronzen. Das heißt, dafür hat er Jahre gearbeitet, fast ein Jahrzehnt. Und das war für ihn wichtig, das zu machen. Und ich meine natürlich, aber er hat mir damals einmal ausgerechnet, dass sein Stundenlohn, was weiß ich, 3 Euro war dabei. Kunst hat für Alfred Rödlitschka moralische Verantwortung. Für ihn ist sie ein gesellschaftspolitisches Mittel zur Weltrevolution. Und das ist ihm sichtlich schon in die Wiege gelegt. Ich bin ein Proletarier und Kunst ist Arbeit. Aufgewachsen im Arbeiterbezirk Wien-Floridsdorf in einer kommunistischen Subkultur. Der Vater, ein engagierter Gewerkschafter, der nach dem Anschluss wegen Widerstandsbetätigung von den Nazis mehrmals verhaftet wird. Schon als Kind wird Rödlitschka mit Macht und Ohnmacht konfrontiert, ist geprägt von der linken Ideologie des Vaters. Also ich denke, wenn ich ein Kind habe, mein Vater wird von den Nazis eingesperrt und dann kommen die Russen und es geht mir auf einmal gut, ob ich dann nicht auch vielleicht Kommunist geworden wäre, zumindest eine gewisse Zeit. Das erste Mal, wo sie unmenschlich waren in der Tschechoslowakei, ist er sofort ausgetreten, weil er alles, was mit Macht und Gewalt und mit Obrigkeit zu tun hat, hat er immer abgelehnt. Das geht durch. Aber das hat er dann genauso bei allen anderen abgelehnt. Nur wie Sie ja wissen, eine Jugendliebe verteidigt man bis zum Ende. Künstler ist so etwas wie der geheime Pate dieser deutschen Verbindung, die den alten marxistischen Gedanken ins Heute holen will. Die Treue seinen Genossen gegenüber bringt ihn des Öfteren ins Kreuzfeuer der Kritik. Etwa als er dem jüdischen linken Liedermacher Wolf Biermann via offenem Brief die Nürnberger Rassengesetze an den Hals wünscht. Auslöser: Biermann hatte in den Augen Rödlitschkas Gregor Gysi beleidigt. Also bei Volltrottel kann ich noch lachen, bei Nürnberger Rassegesetzen kann ich nicht mehr lachen, denn unter diesen Gesetzen habe ich gelebt, unter diesen Gesetzen sind meine Leute ermordet worden. Das ist keine Kritik, das ist keine Diskussion, das ist auch kein Streit, das ist ein Skandal. Er kann nicht mit Gesetzen leben, die Gregor Gysi beschließt. Die PDS hat 30 Abgeordnete. Die können nicht nur ein Gesetz einbringen, um wieder zur Sache reden, sondern welche Gesetze können die mit ihren 30 Abgeordneten beschließen, die den Herrn Biermann stören? Und da habe ich ihm gesagt, dann lebe halt mit den Nürnberger Rassengesetzen, du Trottel. Poltergeist Rödlitschka schlägt überall zu. Der überzeugte Demokrat mischt sich in den österreichischen Parlamentsalltag ein und ärgert sich lauthals etwa über Versäumnisse in der Museumspolitik. Mit bösen Folgen. Das Museumsdilemma wurde dann immer so überspült. Wir müssen mehr Kinder ins Museum bekommen. Es waren die Kinder an der Museumskrise schuld. Es ist seit Jahrzehnten dasselbe.
Man sagt sich das vor, was man sich schon 100-mal vorgesagt hat. Es war also öd. Und das Zweite, und das ist vielleicht in meinem Statement, was später vorgelesen vorgekommen, ist das Desinteresse. Die Leute liegen dort herum, als wären sie entweder eingespritzt oder sonst was und denken die ganze Zeit, lesen Illustrierte und so. Natürlich weiß man, das ist der Parlamentsalltag. Trotzdem, bei Kultur ist es besonders demonstrativ, das Desinteresse. Öffentlichkeit ist für ihn wie eine Droge. Und zwar nicht nur für seine Kunst, also er hat ja auch immer plädiert für die Kunst im öffentlichen Raum. Er hat auch seine eigenen Auftritte, verbale und schriftliche Auftritte genossen. Das war ihm jedes Mal wie ein Fest, nicht? Er reitet in die Arena, die Menge schaut zu und schreit entweder Hurra oder nieder mit ihm. Das hat er genossen, nicht? Also irgendwie war er vielleicht auch ein Gladiator. Das war ja im Grunde so eines seiner Lieblingsmotive. Seinen nächsten Angriff reitete er 1986. Im Visier hat er diesmal den höchsten Würdenträger des Landes, Bundespräsident Kurt Waldheim. Der hatte doch glatt vergessen, dass er bei der SA gewesen war. Ist das menschliche Leid, jenseits von religiösen und politischen Positionen. Als alter Ego begreift Redlitschka den antiken Satyr Marsyas, der Gott Apoll im Flötenspiel besiegte und diese Kühnheit mit dem Leben bezahlte, ein Symbol der Ohnmacht. Ich glaube, dass der Marsyas als Pars pro Totum fast funktioniert, wenn man jetzt einmal die Sexualität weglässt in seinem Werk. Aber es ist der Mensch, der eben einen Standpunkt hat und für diesen Standpunkt geschunden und gequält wird, ob nun zu Recht oder zu Unrecht. Das Schinden an und für sich ist auf jeden Fall ein Unrecht. Ich denke, dass das die kurz reduzierte Aussage von Redlitschka ist. Ich glaube, dass er einerseits fasziniert war, dass jemand einen Standpunkt hat und dafür geschunden wird und hat sich natürlich selber auch jemand mit seiner Arbeit sich geschunden. Er sagt ja selber, er hat sich das Kreuz runiert und die Hände runiert und die Augen runiert und alles, weil er an etwas geglaubt hat, was für ihn wichtig war. Früh legt sich der Meister in seiner künstlerischen Position fest, führt die klassische Tradition fort und wird damit zum Außenseiter und Einzelgänger. Die Steinbildhauerei wird in Zeiten von Konzeptkunst und Entmaterialisierung zum fossilen Genre. Und auch was Zeichnungen und Radierung betrifft, ist Redlitschka Goya und Dix näher als den Zeitgenossen. Den abstrakten Mondrian füllt er kurzerhand mit Fleisch. Seine Kunst wird geschätzt und teuer verkauft. Was zählt, ist eben nicht Mode, sondern Qualität. In Stuttgart, wo er ab Anfang der 70er Jahre Professor an der Kunsthochschule war, stellte er sich einer Diskussion mit dem Avantgarde-Papst Josef Beuys. Diese Kunst ist nicht abstrakt, sondern Sie werden in meinem Werk sehr viel mehr Figuren finden als etwa, sagen wir, sogenannte abstrakte Konstellation. Mein Standpunkt überhaupt über die abstrakte Kunst ist ja die, dass die abstrakte Kunst uns das Abstrakte an der Kunst ja ganz kaputt gemacht hat. Die abstrakte Kunst ist eine Versimpelung der abstrakten Gehalt der Kunst. Die Kunst hat immer einen geometrischen Wert gehabt, aber sich im 20. Jahrhundert herzustellen und sagen, das Quadrat ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, ist dumm und simpel. Ich habe mich immer gegen die Vereinfachung der Abstraktion in der Kunst gewarnt. Die bildende Kunst wird auch in unserem System, es wird so oft zitiert, Demokratie und so weiter, hat auch in unserem eine ganz politische Funktion. Auch bei uns wird Kunst als Beweis für diese Gesellschaft, wie schon die Kunst immer missbraucht wurde, wurde die Kunst und die Freiheit der Kunst immer missbraucht als Beweis, dass diese Gesellschaftsordnung, in der wir gerade leben, die beste aller Welten ist. Während Redlitschka an seinem Zyklus Die französische Revolution arbeitet, zerbricht das kommunistische System. Der ewig Linke antwortet auf den Untergang seines Welt. Wenn wirklich nicht ist, der Alfred Redlitschka, dann ist er kein sozialistischer Realist. Da muss man sich wirklich erstmal die Denkmäler in den ehemaligen kommunistischen Ländern anschauen, um zu sehen, was das für eine blöde Bemerkung ist. Wenn Sie rechnen, dass das ganze Wiener Denkmal gegen Krieg, also Krieg und Faschismus, bei der Albertina, das hat die Stadt Wien 5 Millionen Schilling gekostet. 5 Millionen Schilling, das sind nach heutigem Geld 350.000 Euro. Dafür kriegen sie am Markt gerade drei Bronzen. Das heißt, dafür hat er Jahre gearbeitet, fast ein Jahrzehnt.
Und das war für ihn wichtig, das zu machen. Und ich meine natürlich, aber er hat mir damals einmal ausgerechnet, dass sein Stundenlohn, was weiß ich, 3 Euro war dabei. Kunst hat für Alfred Rdlečka moralische Verantwortung. Für ihn ist sie ein gesellschaftspolitisches Mittel zur Weltrevolution. Und das ist ihm sichtlich schon in die Wiege gelegt. Ich bin ein Proletarier und Kunst ist Arbeit. Aufgewachsen im Arbeiterbezirk Wien-Floridsdorf in einer kommunistischen Subkultur. Der Vater, ein engagierter Gewerkschafter, der nach dem Anschluss wegen Widerstandsbetätigung von den Nazis mehrmals verhaftet wird. Schon als Kind wird Rdlečka mit Macht und Ohnmacht konfrontiert, ist geprägt von der linken Ideologie des Vaters. Also ich denke, wenn ich ein Kind habe, mein Vater wird von den Nazis eingesperrt und dann kommen die Russen und es geht mir auf einmal gut, ob ich dann nicht auch vielleicht Kommunist geworden wäre, zumindest eine gewisse Zeit. Das erste Mal, wo sie unmenschlich waren in der Tschechoslowakei, ist er sofort ausgetreten, weil er alles, was mit Macht und Gewalt und mit Obrigkeit zu tun hat, hat er immer abgelehnt. Das geht durch. Aber das hat er dann genauso bei allen anderen abgelehnt. Nur wie Sie ja wissen, eine Jugendliebe verteidigt man bis zum Ende. Während des Krieges macht Rdlečka eine Zahntechnikerlehre, bis er seine wahre Berufung erkennt. Er geht an die Akademie, studiert Malerei bei Albert Paris Gütersloh und Bildhauerei bei Fritz Wottruber. Kunst muss Zeuge ihrer Zeit sein, formuliert er schon damals und steht damit in einer langen künstlerischen Tradition. Der Russ, wie ihn seine Studienkollegen Frohner, Eisler und Hutter nennen, polemisiert gegen die angesagte Abstraktion. Mit seiner Kunst will er anklagen, aufklären, aufrütteln, direkt und anschaulich. Trotz dieses Arbeitens gegen den Zeitgeist wird Alfred Rdlečka 1964 als offizieller Vertreter Österreichs zur Biennale in Venedig eingeladen. Die Kunst hat mehr, hat auch eine gesellschaftliche Grundlage und hier ist schwer zu sagen, wie eine Auswahl getroffen wird. Ich möchte nicht sagen, dass ich deswegen der Beste bin oder momentan der Aktuellste, aber ich vertrete eine ganz gewichtige Richtung des Naturalismus, wie Sie wissen. Ich sehr viel mehr Figuren finden als etwa, sagen wir, sogenannte abstrakte Konstellationen. Mein Standpunkt überhaupt über die abstrakte Kunst ist ja die, dass die abstrakte Kunst uns das Abstrakte an der Kunst ja ganz kaputt gemacht hat. Die abstrakte Kunst ist eine Versimpelung der abstrakten Gehalt der Kunst. Die Kunst hat immer einen geometrischen Wert gehabt, aber sich im 20. Jahrhundert herzustellen und sagen, das Quadrat ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, ist dumm und simpel. Ich habe mich immer gegen die Vereinfachung der Abstraktion in der Kunst gewarnt. Die bildende Kunst wird auch in unserem System, es wird so oft zitiert, Demokratie und so weiter, hat auch in unserem eine ganz politische Funktion. Auch bei uns wird Kunst als Beweis für diese Gesellschaft, wie schon die Kunst immer missbraucht wurde, wurde die Kunst und die Freiheit der Kunst immer missbraucht als Beweis, dass diese Gesellschaftsordnung, in der wir gerade leben, die beste aller Welten ist. Während Rdlečka an seinem Zyklus Die französische Revolution arbeitet, zerbricht das kommunistische System. Der ewig Linke antwortet auf den Untergang seines Weltbildes mit Zynismus. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist ihm der Boden unter den Füßen weggezogen gewesen. Weil eigentlich hat er, wie viele andere übrigens auch, gedacht, irgendwie kommt es zu einem Moskauer Frühling oder zu einer Reform des Kommunismus oder sowas. Das war dann zu Ende und ich denke, es hat ihn sehr viel mehr getroffen, als er nach außen zugegeben hat. Weil er hat sich dieser alten linken Welt, wenn Sie wollen, auch der Welt der Marxisten, verbunden gefühlt und auch zugehörig. Aber ganz tot ist die linke Idee, wie sie Rdlečka gefällt, noch nicht. Seine prominenten Politfreunde Oskar Lafontaine und Gregor Gysi haben 2007 eine neue Partei gegründet. Der Wiener Künstler ist so etwas wie der geheime Pate dieser deutschen Verbindung, die den alten marxistischen Gedanken ins Heute holen will. Die Treue seinen Genossen gegenüber bringt ihn des Öfteren ins Kreuzfeuer der Kritik. Etwa als er dem jüdischen linken Liedermacher Wolf Biermann via offenem Brief die Nürnberger Rassengesetze an den Hals wünscht.
Auslöser: Biermann hatte in den Augen Hrdličkas Gregor Gysi beleidigt. Also bei Volltrottel kann ich noch lachen, bei Nürnberger Rassegesetzen kann ich nicht mehr lachen, denn unter diesen Gesetzen habe ich gelebt, unter diesen Gesetzen sind meine Leute ermordet worden. Das ist keine Kritik, das ist keine Diskussion, das ist auch kein Streit.